Ich werde euch heute konkret erklären, wie das Grid Trading funktioniert. Zusätzlich werde ich euch eine ausführliche Anleitung geben, wie ihr selber so ein Grid Trading Bot für euch implementieren könnt auf BitGet. Ich habe euch hier schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir sehen hier auch schon, das Ganze basiert auf künstlicher Intelligenz. Wir sehen auch hier schon, hier wird mit wirklich hohen Renditen geworben. 379 Prozent jährlich wird hier versprochen mit dem Grid Trading Bot. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden das auch noch konkret testen mit eigenem Geld. Ich werde euch jetzt als erstes mal erklären, wie das Ganze Grid Trading funktioniert, dass ihr da wirklich ein Verständnis dafür habt, wie das Ganze dann auch umgesetzt wird. Und zwar, wie ihr hier seht, habe ich euch hier schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wie gesagt, ich werde euch alles ausführlich erklären, dass ihr auch die Hintergründe versteht, weil das ist mir auch mal ganz wichtig, bevor ihr da wirklich echtes Geld in so ein Trading-Bot reinwerft, dass ihr auch wirklich versteht, wie der Ganze funktioniert. Und zwar habe ich hier euch schon mal im Chart eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal zwei blaue Linien. Die horizontale blaue Linie steht auf jeden Fall für den Referenzwert für den Grid-Trading-Bot. Das ist einfach später dann der Wert, wo wir dann quasi den Einstieg finden bei dem Trading -Bot allgemein. Die andere vertikale blaue Linie ist dann quasi einfach nur der Einstiegszeitpunkt, wo der ganze Grid Trading Bot dann eröffnet wird. Wenn wir jetzt als Annahme setzen, dass unser Trading Bot hier eröffnet worden wäre, quasi an dieser vertikal blauen Linie, dann hätten wir jetzt in dem Fall einen Downtrend bei Bitcoin, bedeutet der Kurs ist gefallen und unser Trading -Bot würde jetzt folgendermaßen handeln, der würde auf dem Weg nach unten regelmäßig Kaufspositionen eröffnen. Also er würde hier immer Long gehen, sobald der Kurs quasi fällt, geht er, unser Trading -Bot Immer Long, hat hier jetzt 10, 20 Long-Positionen eröffnet, das sind immer Mini-Long-Positionen. Ich nehme jetzt hier extra mal die rote Farbe. Was dann passiert, sobald ein Reversal entsteht, sobald Bitcoin quasi wieder long geht an sich, also wenn der Kurs quasi long geht, dann wird Bitcoin hier Verkaufspositionen erstellen und quasi die Long-Position, die eröffnet wurde, wird er immer mit einem kleinen Profit verkaufen. So, und falls ihr es jetzt noch nicht verstanden habt und es für euch ein bisschen zu viel war, weil das ist mir wirklich extrem wichtig, dass es jetzt hier wirklich jeder versteht, habe ich hier nochmal eine kleine Skizze. Und ich denke, gerade in dieser Skizze ist es nochmal anschaulicher dargestellt. Und zwar haben wir hier unseren Referenzpreis. Das wäre jetzt hier unsere horizontal blaue Linie in unserem Fall gewesen. Und wir sehen hier, sobald quasi der Trading Board eröffnet wird und der Kurs fällt, werden Kaufspositionen eröffnet. Und sobald dann das Reversal entsteht, wenn Bitcoin quasi wieder steigt, werden dann nach oben hin diese Verkaufspositionen eröffnet. Und jetzt in dem Fall sind die Verkaufspositionen immer auf dem eineinhalbfachen der Höhe von unserer Kaufsposition. Wenn quasi hier eine Kaufsposition eröffnet wird, haben wir hier quasi mit dementsprechendem kleinen Profit die Verkaufsposition eröffnet und auf dem Weg nach oben werden Profite mitgenommen. Und hier sehen wir einfach relativ schön, sobald ein Bitcoin hier wieder zurückkommt und unter den Referenzwert kommt, wird wieder gekauft und sobald Bitcoin dann wieder nach oben kommt, wird verkauft. Und für die Leute, die das jetzt grob verstanden haben, werden relativ schnell merken, dass so ein Grid Trading Bot relativ gut anzuwenden ist, wenn Bitcoin mal wieder Faxen schiebt, wenn Bitcoin quasi mal wieder nicht weiß, wo er hin möchte und solche Konsolidierungsphasen hat, wo er einfach in der Seitwärtsphase nach oben und unten pendelt. Gerade in solchen Phasen ist so ein Grid Trading Bot natürlich perfekt weil wir hier diese schöne Pendelbewegungen nach oben und unten haben und unser Grid Trading Bot natürlich immer schön Profite mit nach oben hin mitnimmt und sobald der Kurs wieder sich kurz erholt, wird wieder eingekauft. Und sobald Bitcoin wieder nach oben geht, wird wieder verkauft. Also da haben wir hier wirklich viele Positionen, die in relativ kurzer Zeit ausgeführt werden und wir profitieren quasi von solchen Konsolidierungsphasen, wo Bitcoin einfach nicht weiß, wo er hin möchte. Gerade in der aktuellen Situation könnte ich auch mir gut vorstellen, dass so ein Grid Trading Bot echt gut funktionieren würde. Und so funktioniert jetzt mal ganz prinzipiell das Grid Trading. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum spannenden Teil vom Video. Ich werde euch jetzt eine konkrete Anleitung mit an die Hand geben, wie ihr zu Hause euch so ein Grid Trading Bot nachbauen könnt, beziehungsweise den von BitGet nutzen könnt, das auch auf künstliche Intelligenz basiert. Und da werde ich euch jetzt konkret zeigen, wie das Ganze funktioniert. Für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, ich nutze die Plattform BitGet für das ganze Grid Trading. Ich habe die mal in meiner Videobeschreibung verlinkt. Da kriegt ihr auch aktuell gibt's die Aktion, dass ihr bis zu 5000 Euro Einzahlungsbonus bekommt. Also wirklich nur mit dem Link in meiner Videobeschreibung. Und zusätzlich, wie ihr hier seht, gibt es aktuell noch die Aktion, dass ihr hier kostenlos an einem Glücksrad drehen könnt. Und die Zone ist eigentlich echt ganz witzig, weil ihr könnt hier bis zu einem Ethereum gewinnen und es gibt auch kleinere Preise wie so ein Juventus Trikot oder ein Juventus Ticket, also echt ganz witzig, ich habe meine Chance schon verbraucht, ich habe leider nichts gewonnen, aber ihr könnt euch wie gesagt kostenlos mal registrieren, Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euer Glück hier auch mal probieren. Aber wie gesagt, zurück zu unserem Crit Trading Bot, den werde ich euch jetzt konkret erklären und zwar klicken wir jetzt hier oben auf Vollbildmodus oder für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie ihr den Crit Trading Bot findet, ihr klickt hier oben auf BitGet und und dann klickt ihr hier oben auf Trade und dann gibt es hier die Option Crit Trading und dann seid ihr hier in diesem Overlay. Und dann könnt ihr oben auf Vollbildmodus klicken, und jetzt werde ich euch konkret erklären, wie alles funktioniert. Und hier habt ihr jetzt verschiedene Funktionen, die ich euch erklären werde. Und zwar habt ihr hier einmal die Option Spot Grid und einmal die Option Future Grid. Und für die Leute, die nicht wissen, was der Unterschied ist, ganz kurz zusammengefasst, habt ihr beim Spot Grid einfach nicht die Option, den Hebel zu verwenden. Und wie ihr schon erkennen könnt, beim Future Grid könnt ihr hier aussuchen, wie hoch der Hebel sein soll. Somit können wir quasi den ganzen Trading Board auch noch hebeln. Und es ist einfach für die Leute, die ein bisschen mehr Risiko haben möchten, können hier den Future Grid aussuchen mit Hebel. Ich würde euch empfehlen, als Anfänger nutzt den Spot Grid, also hier mal ohne Hebel, weil das ist meiner Meinung nach gerade für Anfänger viel zu risikohaft. Mit einem Hebel kann man sich wirklich schnell verbrennen und da kann es halt echt sein, dass das Geld relativ schnell weg ist, wenn mal was schief geht. Deshalb fangt auf jeden Fall mal mit dem Spot Grid Trading an und wenn das gut funktioniert und ihr seid da vertraut, ihr seid auch vertraut mit der Plattform und mit dem ganzen Grid Trading, dann könnt ihr natürlich überlegen, das Ganze ein bisschen zu hebeln und ein bisschen risikohafter zu gestalten, vielleicht mit einem 2er, 3er, maximal 4er Hebel. Aber wie gesagt, fangt mit dem Spot Crit Trading an und dann guckt, wie er vorankommt. Jedenfalls gibt es jetzt hier die Option, isoliert zu handeln oder Cross. Auch nochmal hier kurz zur Erklärung: isoliert habt ihr halt einfach nur die Haftung auf die gebuchte Anfangsmarge. Und beim Cross ist es so, dass quasi das komplette verfügbare Saldo genutzt wird, um dann den Trading Bot zu aktivieren. Also da habt ihr dann nochmal ein Stück weit mehr Risiko, wenn ihr Cross habt. Und isoliert habt ihr quasi nur die Menge, die ihr angegeben habt. Ich nehme jetzt einfach mal hier isoliert und werde jetzt auch hier den Long Grid nehmen. Ihr könnt natürlich auch hier, wie vorhin erklärt, den Short Grid nehmen. In dem Fall werde ich jetzt mal den Long Grid ausprobieren. Und wir haben hier jetzt die verschiedenen Optionen. Und wie vorhin schon gesagt, gibt es jetzt hier die künstliche Intelligenzstrategie. Das wird dann quasi im Vorhinein schon angegeben. Da habt ihr hier auch schon die Werte für die Preisspanne. Wie vorhin erklärt, haben wir hier eine gewisse Preisspanne, wo die ganzen Grids erstellt werden. Und es wird uns in dem Fall jetzt hier bei der KI-Strategie halt schon vorgegeben, dass wir hier eine Preisspanne von 15.000 bis 24.000 US-Dollar haben. Und da die KI. Und uns einfach schon vorgegeben, in welcher Preisspanne das Ganze stattfindet. Was wir jetzt machen können, wir können hier auch noch manuelle Einstellungen vornehmen. Und wenn uns das Ganze nicht passt und ich vielleicht ein bisschen bärischer unterwegs bin, könnte ich jetzt sagen, okay, 12.000 US-Dollar ist mein niedrigster Preis und höchster Preis kann ich beispielsweise 25.000 US-Dollar mal angeben. Und jetzt können wir hier noch einstellen, Anzahl der Grids und es bedeutet einfach nur, wie viele Verkaufspositionen eröffnet werden bzw. Kaufpositionen. Da können wir quasi einstellen, wie viele Bereiche möchten wir nach unten haben, dass angekauft wird. Und da müsst ihr halt wissen, je höher die Anzahl der Grids natürlich, desto öfter wird eine Kauf- und Verkaufsposition eröffnet. Und was auch noch wichtig zu beachten ist, je höher die Anzahl der Grids, desto höher muss auch euer Anzahl. Anfangsinvestment sein. Wir sehen jetzt hier bei 50 Crits müssen wir mindestens 254 US-Dollar investieren. Wenn wir das Ganze ein bisschen runter skalieren, vielleicht nur auf 20 Crits, dann reichen auch schon 100 Dollar. Also da müsst ihr wirklich überlegen, in wie viel Geld möchtet ihr in den Trading Bot einsteigen. Und vielleicht sind da 20 Crits von Anfang mal ganz gut. Man kann natürlich auch ein bisschen höher gehen auf irgendwie 60 Crits, aber dann müsst ihr halt wirklich wissen, dass ihr da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müsst, um das Ganze auszuprobieren. Gut, was heißt mehr Geld? 300 Euro müsst ihr halt Minimum dann in diesen Bot investieren. Und hier sehen wir dann dementsprechend, wie viele Crits wir haben. Die Angabe noch, Gewinn pro Grid und da hätten wir jetzt hier 0,75% bis 1,68%. Wenn wir das Ganze natürlich bis runter skalieren, hätten wir ein bisschen mehr Gewinn pro Grid. Ist ja natürlich logisch, wenn die Grids natürlich weiter auseinander sind, dann sind die Gewinne am Ende des Tages auch etwas höher pro Grid dann runtergerechnet. Also da könnt ihr einfach so ein bisschen einstellen und mal selber ausprobieren, was halt gut funktioniert, dementsprechend in welcher Marktlage. Wir sehen jetzt auch hier schon die Warnung, dass unser 4-Hebel schon zu hoch ist. Wir müssen das Ganze jetzt quasi auch runter skalieren. Machen wir jetzt einfach mal einen Zweierhebel, dass das Ganze dann auch funktioniert. Und ja, so könnten wir das Ganze jetzt mal in der Theorie einstellen. Dann könnten wir jetzt hier unseren Order erstellen, um den ganzen Trading-Bot mal zu testen. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach hier die KI-Strategie nehmen. Das sieht sich vielleicht ganz gut an für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben und jetzt nicht genau wissen, was sie hier einstellen sollen. Könnt ihr einfach die KI-Strategie nehmen. Wir sehen jetzt auch hier die APY: 300% auf die letzten sieben Tage gerechnet. Da müsst ihr halt wissen, das wäre jetzt quasi unser Jahreszinssatz gewesen von 300%, die wir hätten erreichen können, auf das ganze Jahr aber gerechnet. Ihr dürft euch da nicht verwirren lassen von den sieben Tagen. Das bedeutet einfach nur, dass es auf die letzten sieben Tage gerechnet wurde, ähm, weil APY bedeutet immer quasi jährlich gerechnet. Ihr hättet dann jährlich mit dem aktuellen Trading Board 300% gemacht. Da dürft ihr euch nicht die Hoffnung machen, dass ihr in den nächsten Tagen jetzt euer Geld verdreifacht. Äh, ganz so einfach ist es nicht, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall jährlich gerechnet. Und was ich jetzt auf jeden Fall im nächsten Video machen werde, ich werde da definitiv mal 200-300 Euro in so ein Crit Trading Bot reinhauen und mal gucken, was passiert, so über die nächsten Wochen hinweg. Lasst da auf jeden Fall mal ein Abo da für den Part 2 hier mit diesem Grid Trading Bot. Ich habe da definitiv mal Bock dazu, das Ganze mal selber auszuprobieren mit eigenem Geld. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, deshalb kommt unbedingt in meine Telekom-Gruppe, da werde ich auch regelmäßig Trading-Signale für euch geben, gerade was Bitcoin und so betrifft. Und da werde ich euch dann auch regelmäßig Updates geben, was den Grid Trading Bot betrifft. Und Falls ihr auch irgendwelche Probleme oder Fragen habt, in der Telekom-Gruppe wird euch meistens immer ausgeholfen. Entweder werde ich euch helfen oder andere sind auch immer bereit, gern zu helfen. Deshalb kommt da gerne in die Telekom-Gruppe, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.